Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 2 Sekunden. Ich bin gespannt. Let's go, bitte was Gutes. Und wir haben... Oh, viele von euch haben danach gefragt, wann die Frau endlich reinkommt. Die Galaxy Dame 2.0 oder mittlerweile, glaube ich, 3.0 ist jetzt endlich im Shop. Spitzhacke bekomme ich für 200 V-Bucks, weil ich das Ganze mir im Turnier erspielt habe. Ansonsten haben wir... Oh mein Gott. Oha. Ich habe ja vor ein paar Tagen auf TikTok ein Video hochgeladen, wo ich euch gesagt habe, welche ultra seltenen Skins bald wieder zurückkommen. Und ich sehe schon einen, der verdammt selten ist. Haut gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Schauen wir uns erstmal kurz die restlichen Sachen an. Bleibt hier unten alles gleich. So, kurzes Bundle abchecken. Galaxy-Spitzhacke. Ja, safe. 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 Also auch wenn ich doppelhändige Spitzhacken nicht mag, aber für 200... Sehr, sehr gutes Angebot. Also Galaxy-Frau hier oder Galaxy-Kriegerin ist ein sehr, sehr heftiger Skin, muss ich sagen. Zum Glück habe ich mir das Ganze kostenlos erspielt beim Turnier. War übrigens Platz 104 europaweit. Sehr, sehr nicer Skin. Habe ich nichts zu meckern dran. Was haben wir hier? Passendes Backbling. Das hat irgendwie reagiert auf Eliminierungen. Ah, okay. Interessant. Interessant. Spitzhacke. Ja, ist cool. Hat aber irgendwie so einen weihnachtlichen Klang, finde ich jetzt. Passende Lackierung habe ich ja auch beim Cup gewonnen. Finde ich jetzt nicht allzu besonders, muss ich sagen. Aber das Bundle ist ganz cool. Ansonsten kann man sich alles einzeln kaufen. 2000 würde ich nicht machen für den Skin. Einzeln genau dasselbe auch nicht für die hier. 1, 2 niemals. 500 ist okay, muss ich sagen. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Schauen wir uns kurz hier den vorgestellten Bereich an. Hey, now wieder back. Chilliges Emote. Was haben wir hier? Farbenwirbel, Bomber ist wieder zurück. Hat 2 Stilis, ein chilliger Skin. Habe ich jetzt nichts dran zu meckern. Passendes Backbling finde ich süß. Hat 2 Stile, blau oder türkis. Und ja, die dunkle Variante. Spitzhacke. Hallo? Okay, ich habe den Spitzhacken-Sound kaputt gemacht. Nochmal. Und jetzt. Hat 2 verschiedene Sound-Effekte. Ist ein sehr, sehr nice Spitzhacke, muss ich sagen. Einzeln kaufbar, 1,5. 1,2 völlig überteuert. Und jetzt haben wir hier einen ultra seltenen Skin. Marino, der müsste über 807 Tage alt sein. Ich glaube, der ist sogar ganz genau 807 Tage alt. Ich check das mal nebenbei für euch ab. Also, RIP an diejenigen, die den Skin hatten. Tut mir sehr, sehr leid für euch, aber der ist 809 Tage alt. Und die Spitzhacke dazu 185 Tage alt. Und der Rest im Shop ist unspektakulär. Also der hier ist 809 Tage alt. Ist ein echt chilliger Skin, muss ich sagen. Sehr, sehr chillig. Passendes Backbling. Ja, der Kollege war ein paar Bananen pflücken. Chillig. Was haben wir hier? Die ist heftig. Die ist sehr heftig. Kann ich nur empfehlen. 500 V-Bucks. Sieht heftig aus. Und macht guten Sound. Was haben wir hier? Nichts mehr. Schauen wir uns hier den täglichen Bereich an. Das ist somit der letzte Bereich. Die FNCS-Skins werden, glaube ich, noch ein bisschen bleiben. Was haben wir hier? Ja, unspektakulärer Skin, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so meins. Was haben wir hier? Ja, Halloween-Skin ist in Ordnung, cool animiert, aber würde ich mir jetzt nicht kaufen. Was haben wir hier? Aber für 200 V-Bucks Ikone-Mode. Gar kein Plan von wo das ist, aber kann man machen. Gitarrengang, sehr nice. Und ansonsten gibt es hier noch voll 80er, das ist sehr chillig. Und zu guter Letzt haben wir hier Mach dich locker für 200 V-Bucks. Und dann beende ich hiermit das kurze Shop-Video.